wünsch ich mir, du wärst mir einfach egal. Dann wärst du nur ein Name, nur irgendeine Zahl. Dann wär's mir egal, auf welche Partys du gehst, egal. Mit wem du Fotos hochlädst, egal. Ob du auf den Typen grad stehst und mit ihm heute Abend noch schläfst. Fuck, ich drehe durch davon. Alles dreht sich immer nur um dich und jeder Song erinnert mich an dich. Es gibt Millionen Liebeslieder, ich erkenne dich darin wieder. Viel zu viele Liebeslieder und alle handeln von dir. Und es macht mich noch verrückt, sie singen über dich in jedem einzelnen Stück. Millionen Liebeslieder und alle handeln von dir. Hallo. Das ist ein Stück von SDP, so heißt die Band. Und das heißt Millionen Liebeslieder. Und ihr kennt es wahrscheinlich. Und ihr wollt es wahrscheinlich auch spielen. Und deswegen zeige ich euch, wie man das spielt. Ihr habt mal wieder einen Capodaster drauf, um das in einer Tonart zu spielen, die für die Gitarre angenehm erscheint. Und zwar spielen wir es in E-Moll. E-Moll. Das ist eine sehr gute. Eigentlich wäre es in F-Moll, aber dann haben wir so viele Barres drin. Und deswegen machen wir ein Capodaster drauf. Erster Bund. Wie immer der Hinweis, ihr könnt spielen, wo ihr wollt. Ihr könnt es auch ohne Capodaster spielen. Dann zählt alles, was ich jetzt sage, halt eins weiter unten. Ich zähle immer vom Capodaster. Erster Bund, zweiter Bund, dritter Bund und so weiter und so fort. Wenn ihr eine höhere Stimme habt, setzt den Capodaster hoch. Egal. Ich habe es jetzt in der Originaltonart. So singt es die SDP. Was immer das auch heißt. Gut. Ich fange an mit einem Picking. Und wie ich schon bei Regenbogen gehabt habe, ein Picking, ein einfaches Picking. Die Akkorde sind sehr ähnlich. Die Akkorde, die durch das ganze Stück durchgehen, heißen E-Moll, C, G und D. Ich glaube, ihr kennt die Akkorde mittlerweile, oder? E-Moll, C, G und D. Und bei diesem Picking brauche ich die ganzen Akkorde nicht, ich brauche bloß einen Teil, ich brauche ganz wenig, was ich greife am Anfang. Ich zeige es euch. Ich empfehle euch, für den ersten Akkord den dritten Finger zu nehmen. Dritter Finger auf der H-Seite, zweite Seite von unten. Weil ihr dann am besten an alle anderen drankommt. Ihr könnt es auch mit dem zweiten Finger machen. Ich würde euch den dritten Finger empfehlen. Und ihr macht ein Picking. Das geht so. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Zeigefinger. Ja, die Seiten, die ich anschlage, E-Seite, G-Seite, H-Seite, G-Seite. Mit diesem gegriffenen klingt es dann so. Gut. Und der zweite Akkord wäre der zweite Finger auf die A-Seite, dritter Bund. Ja, so dass ich den hier greife und den hier greife. A-Seite, zweiter Finger greift A-Seite, dritter Bund. Der dritte Finger bleibt unten drauf, der bleibt die ganze Zeit drauf, könnt ihr drauf kleben. Und dann schlage ich natürlich auch die A-Seite an mit dem Daumen. Auch wieder ähnliches Picking. Daumen schlagt die A-Seite an, dann G-Seite, Zeigefinger, H-Seite, Mittelfinger und wieder der Zeigefinger auf der G-Seite. Dann wechsle ich mit dem zweiten Finger eins hoch auf die E-Seite. Schlage natürlich auch die E-Seite an. G-Seite, H-Seite, G-Seite. Und jetzt kommt... Ihr seht, da lauert die ganze Zeit der Zeigefinger, der geht weg und der Zeigefinger geht drauf auf die G-Seite. Ja? So, der sitzt ja so im Weg rum, ich kann den auch wegmachen, der greift nichts. Ja? Gut, jetzt schlage ich die D-Seite an mit dem Daumen, D-Seite, Zeigefinger, G-Seite, Mittelfinger, H-Seite, G-Seite. Okay, nochmal, ich komme ein bisschen näher und spiele es einmal durch, erklärt habe ich es ja schon. Habe ich die Finger immer nah dran. Ich habe die Finger, das zählt immer beim Gitarrenspielen, die Finger nah dran lassen, dann habt ihr sie gleich parat. Ja?
kleine Bewegungen machen. Das zählt auch für die rechte Hand. Auch da mache ich dann so. Sondern mache eine kleine Bewegung bloß aus den Fingern raus. Ja? Könnt ihr ja üben. Ihr habt ja Zeit. So, das wäre der Strophenteil, das Intro und der Strophenteil, der kommt bis zum Refrain. Beim Refrain mache ich. Jeder Song erinnert mich an. Zum Schluss noch ein D anschlagen. Erinnert mich an dich. Und jetzt kommen die Akkorde E-Moll, C, G und D. Der Anschlag, Rhythmus wäre. Losen Vorschlag. Ihr könnt es natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr könnt das mit der Zunge anschlagen, mit dem Knie. Egal, macht wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Mein Vorschlag passt ganz gut zum Lied. Runter, runter, hoch, runter, runter. Gut, ich mach's vor. E-Moll, C, G, D. Es gibt Millionen Liebeslieder. Und so weiter und so fort. Alle Handeln von dir. Und dann zum Schluss vom, vom Refrain geht's wieder über in den Picking-Teil. Das ist so eine schwierige Stelle von dem Picking ins Strumming, in den großen Teil. Es ist immer einfacher, wie wieder zurückzugehen. Ja? Millionen Liebeslieder, alle Handeln von dir. Dann bin ich wieder drin und kann wieder weiter singen. Alle leisen Teile spiele ich als Picking, alle lauten Teile spiele ich als Strumming. Okay? Besonders beim zweiten Refrain wird das interessant, weil da habe ich mal einen lauten Teil drin und mal einen leisen Teil drin. Der wiederholte Refrain zum Schluss. Es gibt Millionen Liebeslieder. Mache ich als Picking wieder. Ich erkenne dich darin wieder. Viel zu viele Liebeslieder. Alle handeln von dir. Und das macht mich noch. Und so weiter und so fort. Damit wären wir durch mit dem Stück. Ich habe noch einen kleinen Hinweis. Und zwar, es waren Millionen Liebeslieder. Millionen Liebeslieder. Kann man nicht sehen. Egal. So viel Licht. Das genau das gleiche Stück gibt's von einem jungen Mann, der heißt Philipp Heusel. Und wenn ich das spiele, genau das gleiche Spiel, habe ich Stell dich vor meine Mitte. Leg dich in jede Figur und ja, genau das Gleiche. Werf dich in jeden meiner Schritte. Ich tanz für dich, wohin du willst. Und dann kommt, wie soll ein Mensch das ertragen? Dich alle Tage zu sehen. Er hat es erkannt. Das Lied heißt Wie soll ein Mensch das ertragen von Philipp Poisel. Genau. Also, genau das gleiche Stück. Ihr übt ein Stück und könnt zwei. Perfekt, oder? Gut. Das war so mein Hinweis. Ist mir aufgefallen, als ich das unterrichtet habe, dass es genau die gleichen Akkorde hat. Und sogar die gleiche Capo-Position. Also, wer hat davon wem abgeschrieben? SDP. Mensch, Mensch. Gut. Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, übt's und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!